darfst nur eine Sache löschen und musst auswählen, welche. Das Spiel des Jahres auf diesem Kanal Delete One Part heute wieder in meinem Video. Und meine Freunde, wir quatschen nicht lang. Nehmt das bitte nicht zu ernst, was da geht. Das, ja, ihr werdet selber sehen, was ich meine. Ist alles nur Spaß. Lasst ein Like da, viel Spaß, Kuss und let's go. Let's go! Okay, was ist hier nicht echt? Ja, also, wir müssen jetzt tatsächlich mal gucken. Was ist... Oh, wow, 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 wow. Das ist auf jeden Fall nicht echt. Es war ein Handschuh statt ein, statt eines Vogels. Na gut. Was stimmt hier nicht? Wir haben einen Löffel, Schrauben... Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht müssen wir, so... Wisst ihr, wie ich meine? So mäßig den Schraubenschlüssel hier so machen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und das war auch in diesem Fall richtig. Rette den Opa! Mensch, Opa Brot, die ganzen Vögel wollen dich essen! Sag mal, da ist doch der Waschbär, okay? Da ist eine Katze und die Vögel haben direkt keinen Bock mehr. Opi, ich bin da. Lösche das Überflüssige. Also alles passt irgendwie so mehr oder weniger zum Backen. Aber, warte mal, diese Form hier ist dafür. Warte mal, wir brauchen doch hier keine Teigrolle, oder? Hm. Wir gucken einfach mal weiter. Erstmal überall reinlurken mäßig. Okay, was ist das hier? Ist das eine Schaufel? Nee. Was ist denn bitte überflüssig? Gute Frage. Nächste Frage. Ich mache mal diese Plätzchenform weg. Ja, das bringt hier auch nichts. Ah, Leute, das, wie soll man denn dieses Plätzchen hier machen? Die Form war da, aber nicht vom Stern. Weiter geht's. Level 84, hilf dem Spielzeugsoldaten. Mensch, Spielzeugsoldat. Was machen wir denn da jetzt mit dir? Hm. Okay, das ist interessant. Nur die 3 bleibt da. Der kann ja nur auf einem Feld gehen, Leute. Deswegen würde ich mal sagen, der kann hier rauf und das Ziel ist ja noch da. Und machen die 4 halt einfach weg, ne? Guck mal, ich habe die 4 zwar gelöscht, aber ich musste nur innen drin die 4 löschen. Alles lockeres Ding. Also ganz entspannt. Rette das Schiff! Die Titanic ist auf dem Weg hierher! Warte mal ganz kurz, ich mache eine Eistüte rein. Und ihr habt jetzt alle ein entspanntes Eis, wobei ihr fahrt da trotzdem gegen. Ja, das tut mir echt leid. Finde das Bett! Wow, 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 wow! Ich muss hier einmal ganz kurz die Vergrößerungsbrille aufsetzen, denn ich weiß, es wird gleich etwas Perverses passieren. Also rauf damit. Wir haben jetzt 2 Batterien und wir machen jetzt mal deren Bett fertig, nämlich in der Fernbedienung. Sag mal, was geht da denn ab? Machen die jetzt kleine AAA-Batterien oder was? Was stimmt hier nicht? Wir haben ein Ungleichgewicht von Kilos und ich würde mal sagen, okay, wir löschen das hier und das hier. Nö, dann löschen wir nur das hier und dann ist das ausgeglichen. Easy. Mathematik. Auch hier stimmt mal wieder was nicht. Der Typ hat eine... Warte mal, also die Brille ist ja auf jeden Fall so locker falsch, ne? Guck ihn dir an mit seinem Schnauzer. Okay. Locker. Mache sie attraktiver. Leute, wenn es da schon steht, dass wir jemanden attraktiver machen wollen, dann müssen wir natürlich die Experten-Sonnenbrille aufsetzen, denn es wird heiß. Wir gucken mal. Oh, es wird heiß, Digga. Oh, Baby. Baby, der Badeanzug. Och, nö. Hallo. Ja, ich, Leute, muss einmal ganz kurz diese Aufnahmen unterbrechen, denn, Handynummer klären und so. Sie sollen die Telefone weglegen. Sag mal, hä? Was ist das denn? Hallo? Mach mal die Telefone jetzt weg. Oh, das sind 2. Wie heißen die Dinger eigentlich? Weiß das jemand von euch, Leute? Ich habe keinen Plan, wie diese Teile heißen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich habe 0 Ahnung, wie heißen diese Dinger hier. Level 487, ich finde den Blitz. Und ich finde den Blitz. Denn hier auf Elektro-Dingens-Basis, ich bin raus. Finde einen Elefanten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Elefant hier drin ist. Das war ein leichtes Level, also hier ganz schnell durchgekommen. Jetzt sollen wir allerdings die Katze und den Vogel finden. Und wo sind die? Sag mal, da ist der Vogel. Und,
Wisst ihr, wie ich mein? Also, wisst ihr, wie ich mein? Hier ist der Vogel. So. Und da ist die Katze. Würde ich jetzt mal sagen. Ha! Locker gelöst! Ich bin zu schlau für dieses Spiel. Level 490. Finde die Katze. Holy Macaroni, wenn ich das schon sehe, da ist doch schon wieder, da steckt doch schon wieder was ganz Wildes drunter. Wir machen vorsichtig mal auf. Oh nö. Oh nö. Ich wurde so verarscht. Also, ich mache die Sonnenbrille jetzt erstmal die Brille nicht dran, bis ich das nächste Mal einen konkreten Hinweis darauf bekomme, dass hier wirklich auch was geht. Rette die Maus. Oh nein. Oh mein Gott, wir haben hier oben eine Spinne. Die hat diese Rolldingsies eingespeidert. Hier ist so ein Knochen. Und was passiert denn da? Was passiert denn da? Gucken mal. Ei. Okay, nicht schlecht. Tut mir leid, Spinny, aber das war's für dich. Finde den Baseball und der ist ganz bestimmt hier drin. Was? Das ist doch kein... Digga, das ist doch kein Baseball. Das ist ein Basketball. Entwirf Designerkleidung. Also, das ist ein konkreter Hinweis mit der Knasti-Braut. Und ich sag euch eins, Leute. Die mach ich klar. Die mache ich safe klar. Ich bin mir zu 106% sicher, Digga. Das wird wieder eine sichere Nummer. Egal, was kommt, ich bin down. Wir gehen rein. Designerkleidung entwerfen. Ich habe eine Idee. Wir machen den Zaun hier weg. Wow, yo, Digga. Ich glaube, das wird ein wildes Ding, Leute. Ich glaube, das wird ein wildes Ding. Wir machen hier noch so ein bisschen weg. Hier noch so ein bisschen. Komm, Alter. Ich bin mir sehr sicher, dass es der Zaun sein muss. Es muss der Zaun sein. Wir machen im Gesicht noch ein bisschen was weg. Hier noch so, da noch so. Und ich denke, wir sind ziemlich gut am Start. Okay. Also, ich habe jetzt mehr reininterpretiert, als es eigentlich hier gibt. Aber ich würde sie trotzdem mit nach Hause nehmen, Leute. Was meint ihr? Stimmt mal ab in den Kommentaren. Auch wenn ihr Mädels seid, so objektiv gesehen, Digga. Ich bin down. Finde X. Ah ja. Wir sollen X finden. Wir machen hier so ein Ding. Aha. Aha. Beide Bäume gefällt. Die Axt hat den Hinweis gegeben. Ändere die Frisur. Oh mein Gott. Wir müssen erstmal den Ventilator reinmachen, damit der Igel ein bisschen chillen kann. Was stimmt hier nicht, Junge? Der Typ ist auf was? Ist auf Bungee-Jump-Basis? Oha. Bro, stell dir einfach mal... Ja, moin. Okay, also Leute, Bungee-Jumping ist auch gefährlich. Macht es lieber nicht, sonst endet ihr auch wie der Typ in dieser Pflanze. Finde den großen Bären. Und eigentlich ist der große Bär ja ein Sternzeichen. Naja, ja, Stern, so ein Sternbild kann man sagen, ne? Aber anscheinend ist der große Bär hier. Easy Level. Setze das Puzzle zusammen. Wir müssen jetzt das Puzzle zusammensetzen. Und zwar machen wir das Ding hier frei und dann passt es da rein. Und Tetris, easy, alles gelöst. Lösche das Hindernis. Wir haben hier einen Stein mit einem Tunnel, wo Wasser durchgeht. Ich lösche diesen Stein. Das Wasser fließt durch. Okay, das war gar kein Tunnel. Das war eher so ein Fluss, ne? Oh, das muss man ja aber auch erstmal sehen können. Sag ich ehrlich. Letztes Level. Mache sie alle gleich. Oha, wir haben jetzt hier eine interessante chemische Lösung zu vollziehen. Wo habe ich denn meine Chemikerbrille? Eine Ewigkeit später. Ja, also wir können die Chemikerbrille ja mal ganz kurz umfunktionieren. Also hier, Leute, ist die Chemikerbrille jetzt? Ich würde sagen, eine grüne Farbe ergibt sich aus Gelb und Blau. Also müssen wir Lila wegmachen. Wir müssen die Retronukleidsäure entfernen. Ich werde diese Testbrille aufsetzen und wir wischen hier einmal durch. Jawohl! Ich bin der Chemieexperte. Guck das an! Mit einem Wischer! Modernisiere! Wir haben hier einen Schwarz-Weiß-Fernseher und den machen wir mal zu einem Flatscreen und damit, Digga, alter Junge, der hat ja die übelste Spacey-Brille. Soll ich mir auch mal so eine kaufen? Ihr wisst ja, Leute, ich bin zufällig Sonnenbrillenträger in meinen Aufnahmen.
Lösche das Überflüssige. Wir machen gleich mit der Sonnenbrille weiter und sollen das Überflüssige hier löschen. Ich denke mal, wir sollen hier alles drumherum löschen. Das sieht aus wie eine Katze hier. Leute, wetten, das ist eine Katze. Ich wette es. Ist auch einfach scheiße. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist auch einfach Bullshit. Okay? So, Alter. Ich glaube, ich habe hier das Überflüssige gefunden. Das war ein so ein Teil. Und damit setzt sich doch eine Katze zusammen. Ich wusste es. Du Mounzi. Finde den Buchstaben N. Ja, den Buchstaben N können wir ja gerne finden, wenn ich diesen hier mache. Oder? Hallo. Ich habe doch den Buchstaben N gefunden. Ja, Alter. Ist das eigentlich Kaju, Leute? Lass doch mal den Schlitten los, du blöder Lörris. Ja, nee. Also so wird es dann erstmal nicht. Ich will doch nur den Buchstaben finden. Gott. Ja. Kannst du knicken? Mach ich mal so. Mach ich mal eher so. Das Rote weg, Leute. Ja. Und das hier. Das ist ein N. Ja, als ob. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Lösche das Überflüssige. Heil Caesar. Okay, wir, ja, Caesar. Also, das Tattoo sah ja sehr interessant aus. Finde das Spiel. Hallo, mein Name ist Ling Ling. Muss ich Spiele gucken? Oh, Junge, der Billardprofi. Ling Ling spielt Billard und macht alles weg. Das soll nicht rassistisch gemeint sein, nur zur Info. Ne? Das ist nur zur Belustigung alles. Nur, dass wir uns da verstehen. Ihr wisst ganz genau, was für ein, Einsetzer ich bin. Ich setze mich für alle ein. Lösche das Feuer! Hilfe, es brennt! Ja, da habe ich kurz den Hydranten aufgemacht und, was, sag mal, was ist denn mit deinen Augenbrauen los? Rette die Schildkröte! Ja, wir machen den Müll mal weg aus dem Ozean. Die Schildkröte kann entspannt, surfen. Ne? Finde den Buchstaben E. Och, nicht schon wieder, Mann. Nicht schon... Oh, warte mal. Ja, ja. Perfekt. Lockeres Ding. Finde die festliche Mütze. Ja, hier. Weiß ich mein. Und ich würde sagen, den hier weg. Und dann haben wir hier den Bommel oben drauf. Und das sieht gut aus. Finde den kürzesten Weg. Sag mal. Leute. So, Fußweg. Let's go. Löse das Beispiel. Wir haben hier einen Affen. 4 plus 4 ist gleich 8. Der Affenarsch ist einfach nach oben gegangen. Wie cool ist das denn? Mache das Bild teurer. Jo, ich würde sagen, kennt ihr das Bild? Wer von euch, Leute? Wer von euch kennt dieses Bild? Direkt. Ich habe es in der Schule nachgemalt. No joke. 4 minus in Kunst gekriegt. Von der ich immer in meinen Videos spreche. Von der 4 minus in Kunst. Von diesem Bild. Wer weiß, wie dieses Bild heißt? Hashtag Name des Bildes rein. So. Wir können das Bild teurer machen. Alter Schwede. Also wenn es jetzt nicht weiß, Digga, dann weiß ich auch nicht weiter. Gewinne den Preis. Ja. Kein UFO da rein. Kein UFO. Ja. Wie soll ich denn den Preis gewinnen? Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wie man den Preis gewinnt. Gewinne den Preis. Wir müssen, glaube ich, mit dem UFO die Kühe einsaugen. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Lösche das Überflüssige schon wieder. Ach, Leute, das Überflüssige gibt mir aber langsam echt auf den Sack. Lasst euch mal was Neues einfallen. 466, rette die Liebe. Oh nein, der Typ hat einen Rüssel wie Don, weiß was ich... Also das... Ist da! Das soll ein Kinderspiel sein? Nee. Verblüffe das Mädchen! Hallo, Senior. Ich werde die Mädchen verblüffen mit... Oh, Leute, ich kann nicht mehr! Digga! Oh,
Okay, wir machen weiter, Alter. Tschüss, Mädchen. Also, mich hat er verblüfft. Beantworte das Telefon. Okay, also, wir machen mal den Knopf weg und... Oha! Schnell weiter. Ayos Mios, was geht denn hier ab? Alter Schwede, da muss ich aber mal ganz schnell die Vergrößerungsbrille aufsetzen, denn ihr seht, wir haben eine schlechte Sicht. Der Typ... Oh, Junge! Wow! Wow! Baby! Da muss ich jetzt aber... oh nein! Wie kann man das nicht sehen? Du Vollidiot! Ich keinen Bock mehr, Digga, ich sag's ehrlich. Finde die Ananas! Och nee, Leute, bitte nicht! Tut es nicht! Da ist eine Katze drin! Oh nee! Oh mein Gott, Ananaspizza! Wer jetzt was in die Kommentare schreibt. Ich sag euch, ich reiß euch alle auf. Ich reiß euch alle auf. Vor Wut kann ich nicht mal richtig reden, so schlimm ist es. Schmutz! Verbessere die Note. Ja, also es sieht schlecht aus. Ich würde mal sagen, Digga, du kriegst... ja, was kriegst du denn jetzt? Leute, wie können wir denn die Note jetzt am besten verbessern? Ist ja irgendwie... 99, machen wir ein A-Plus draus. Finde das Einhorn, das ist, das war da oben. Wir müssen, glaube ich, erstmal das Ding hier wegmachen. Und somit haben wir ein Einhorn geschaffen. Und das Ding ist süß. Finde den Punk. Okay, Bro. Ich finde den Punk. Es ist doch hier der Punk, oder? Oh, Junge. Also ganz im Ernst, ich musste jetzt hier einen Tipp nehmen und... da einfach so ein bisschen was abschneiden. Da wäre ich nie drauf gekommen, nie im Leben. Ich sag's euch, wie es ist. Was verbirgt sich hier hinter? Ich mach den Schuh auf, nix. Schneckerich ist am Bein. Alter, gibt's hier irgendjemanden von den Zuschauern, der schon mal eine Schnecke am Bein hatte? Also ich nicht. Und ich habe damals schon locker 200 Schnecken oder so gesammelt. In so einem fetten Eimer. Und ich lösche den bösen Bären. Der Typ ist böse, Digga. Das habe ich... Oh, Leute, der Typ ist noch böser. Er pisst dich, Bär. Erledigt, Leute. Lockeres Ding. Wir gehen weiter. Level 502. Wer passt zu ihr? Mensch, Baby. Also, wir malen dem Typen mal einen entspannten Bauch und... Alber... Sag mal, was ist das denn? Digga! Der hat den Mund schon offen. Schnitt. Level 503, erhalte mehr Geld. Ah ja, wir haben hier so einen Burger drauf, irgendwie Kohle oder so. Der Typ sieht aus wie ein Penner. Wir machen mal, ah Leute, wer kennt die nicht, der arme Hund und plötzlich... Ah, das sind also die Penner-Tricks? Setz dich mit dem Hund draußen hin und sammelt Geld. Ah ja, Leute, macht es bitte nicht. Hilf dem Cooler. Hm, wir haben hier Eis, wir haben hier das Ding. Wir sollen dem Cooler irgendwie helfen. Wasser, nee, Eiskugel... Der musste auf Toilette. Und der Typ fragt sich, sag mal, was ist da denn gerade los? Ist das überhaupt ein Eiswürfeltyp? Oder hat da gerade ein Typ in den Becher gepinkelt? Level 505, was stimmt hier nicht? Und ich sehe hier eine Säge in dem Baum und bisher stimmt hier alles ganz locker. Aber Leute, ich würde mal sagen, Digga, wir machen daraus einfach eine Axt, oder? Machen wir daraus eine Axt? Nö. Wir sollen daraus eine Säge machen, dann müssen wir das Ding vielleicht so malen. Nö, so malen? Auch nicht. Hm, wir sollen eine Säge malen, ja? Eine Ewigkeit später. Okay, wir nehmen mal die Säge hier weg, machen mal das... Ach, warte mal ganz kurz. So sieht eine Axt aus, meine Freunde. Ja, und das sieht man hier auch schon. Also, alles ganz entspannt, weiter geht's. Finde den Tiger! Sag mal, mach mal die Löwenmähne hier. Och, Mensch, ist das niedlich. So ein süßes Tigerbaby. Okay, das ist cool. Weiter geht's. Wäsche die Tafel sauber. Oh, nee, Leute. Wer kennt's noch aus der Schule? Ich habe heute Tafeldienst. Ich muss das alles wegwischen. Digga, ich hasse Tafeldienst. Immer Freitag, wenn alle gehen dürfen. Du musst die Tafel wischen. Gar keinen Bock. Wer fühlt es, Leute? Hashtag Tafel in die Kommentare. Entspannt. Finde den Jung. Und wir haben hier einen Jungen in einem Zelt. Nö, das war ein Witz. Der Junge ist oben im Baum. Auch nicht, Digga. Dann ist der Junge in dem Kajak. Und der hat gar keinen Bock auf das Zeltlager. Schnell weg.
Auf welche Zahl wurde gesetzt? Wir haben aktuell die 3. Hier. Check ich nicht. Restauriere das Gemälde. Na, 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 na. Picasso. Und ich glaube, das war irgendwie ein Schlaflied, was ich gerade gesungen habe. Egal, Bild sieht gut aus. Weiter geht's. Löse das Beispiel. 5 plus 9 gleich 8. 5 plus 3, mein Bester. Wir machen mal dieses Streichholz hier weg. Und zack, Digga, haben wir die 8 drinne. Alles auf Easiness. Hilf dabei, den Apfel zu holen. Apfel, Gewicht. Gewicht weniger. 1, ja. Ja, Digga. Easy going. Gewicht raus, Apfel da. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier oben irgendwas, was ich nicht kenne. Nö, aber das, warte mal, das kenne ich nicht. Was ist das denn gewesen? Das war ja irgendwie ein 7. Kontinent, so nach dem Motto. Wische die Gläser aus. Und ich wische die Gläser und es sieht sauber aus. Und jetzt sehen die Gläser sauber aus. Finde den Wolf. Das ist auf jeden Fall... Oh nein. Alter! Baby! Hallöchen! Frauen mit dem Wolfstattoo auf dem Rücken, Digga. Der Ass, Alter. Schmeckt, Digga. Ich will nicht so weit ins Detail gehen, aber ich muss mal ganz kurz einen Anruf tätigen. Ne? Sorge dafür, dass es passt. Wir haben hier den Hund, der zu viele Flecken drauf hat. Und das passt dann. Aber der Hund ist irgendwie gar nicht so gut drauf. Tut mir echt leid, dass du so fleckig bist, Alter. Sieht scheiße aus, ich weiß. Ist dann so. Was verbirgt sich hier? Okay. Wir wischen. Und ja, das ist ein Einhorn. Ein Einhorn verbirgt sich, hä? Entschärfe die Bombe! Oh mein Gott! Verdammt! Mach das Feuer weg! Boah, das war knapp, Leute. Alter Schwede, ich habe hier fast mein PC in die Luft gejagt. Stellt euch das mal vor. Das kannst du nicht ausmalen. Erschaffe eine Skulptur. Ladadi. Ladadam. Ladadi. Oh, Baby. Und da guckt der Biber. Hast du dir seinen Blick reingezogen, Alter? Es war so. Rasiere das Bein. Boah, ey. Okay. Also die Sachen werden aber auch immer skurriler. Wecke den Tintenfisch und ich sag euch, der Tintenfisch ist... Bäh. Hier. Oha. Sah aus wie so eine Friese von der Meerjungfrau, Mann. Auf einmal ist es der Überquallen. Finde die Musiknote und die habe ich definitiv schon... Okay. Ja, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Locker. Locker easy, Digga. Musikalischer Denno. Schraube die Lampe ein. Was zur Hölle geht denn da ab? Yo. Digga, muss ich los? Hallo, Frau mit einer absolut heftigen Oberweite. Oha, der Typ hier, Alter, der hängt hier in seinen Latschen, Digga. Sieht aber auch wie so ein Pennerverein hier. Wir sind in so einer Bumsbude. Jetzt sollen wir die Lampe da irgendwie reinschrauben. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen, ne? Also, ja, die geht da hier die Leiter hoch mit dem Dingsy drauf und so. Und der Typ, pass mal auf, ich hab eine Idee, Digga. Ich hab eine Idee. Wir machen die Leiter weg. Die Frau fliegt, der Typ ist drin und hängt da erstmal fest. Und ich weiß nicht, also 10 Jahre jünger und ich hätte die zu mir nach Hause eingeladen. Wo soll das Schloss hin? Wo soll das Schloss hin, Digga? Das soll ja eigentlich an den Koffer, ne? Also würde ich mal sagen... Hä? Lösche das Überflüssige. Oh, nö. Warte mal kurz. Dis Ding, dis Ding, dis Ding, dis Ding, dis Ding. Rot. Na, siehst du, ne? Gleich ein Einhorn. Ja, also es sieht so aus, aber ich finde auch irgendwie nicht. Schalte die Lampe ein. Oh mein Gott, Lampe. Es tut mir so leid. Was sollen wir nur tun? Wie schalte ich denn mal am besten die Lampe ein, Leute? Das ist jetzt... eine gute Frage. Finde das heiße Teil. Oh, wow, 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 wow. Für alle Fälle muss ich einmal die Aufklärungssonnenbrille aufsetzen, denn wir sollen aufklären, heiße Teile zu finden. Wow, da habe ich mich aber absolut verguckt. Okay, also,
Baby. Digga, ich habe hier zwei heiße Schnitten auf 12 Uhr. Also, Freunde, was würdet ihr nehmen? Links, Mitte, rechts, oben. Digga, so ist am besten. Links, Mitte, rechts oder oben. Ich weiß eh, was ihr nehmt, Leute. Enttäuscht mich nicht. Und wir gehen weiter. Was stimmt hier nicht? Wir haben drei Pinguine, die sehen alle scheiße aus. Ich habe keinen Bock auf die Pinguine. Es ist ein Wolf. Digga, was ist denn das für ein Pinguin? Wow! Ja, Leute, wir spielen heute wieder eine Runde Delete One Part und müssen wieder einige Sachen löschen. Falls ihr Bock auf das Format habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen rein, finden den Buchstaben P und Easy Gold. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier einen Koffer mit ziemlich vielen Sachen. Kohle ist hier auch drin. So eine Uhr sehe ich hier. So ein Gürtel ist auf jeden Fall am Start. Das Portemonnaie passt auch rein. Die Krawatte auch. Das iPad sogar. Die Sonnenbrille auch. Stecker ist hier drin. Aber das Smartphone. Nope. Okay, das gehört auch rein. Aber das Passport. Nope. Nicht. Ah? Nope. Ja, bin ich blöd oder was? Sag mal. Ey. Warum mache ich mir eigentlich so eine richtig brutale Arbeit, Leute? Brauche ich doch gar nicht. Das Notizbuch ist halt Bullshit. Wer will denn Notizbuch mit in Urlaub nehmen? Löse das Beispiel. 2 plus 3 gleich, Warte. Gleich. Nope. Ja, 5, Digga. Alles entspannt. Okay, easy going. Hilf der Birne beim Abnehmen. Alter, was haben sie denn mit dir gemacht, Bruder? Ja. Oha, der steht an der Körper. Yo, aber du musst ein bisschen am Bizeps trainieren. Bro, da müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Finde das Paar. Wir haben hier Pommes, Blume, Sonne. Aha, okay. Finde das Paar. Was ist mit den Pommes hier passiert? Oh. Aha. Guck mal. Och, wie niedlich. Da, ey, der freut sich ja echt einen Keks, ne? Beide sind füreinander geschaffen. Setze das Puzzle zusammen. Wir haben hier das Puzzle. Das hier passt auf jeden Fall gar nicht. Also das können wir auf jeden Fall schon mal wegmachen. Nope. Hä? Wir sollen das... Ach so. Aha. So passt das. Und jetzt haben wir das Puzzle mit den 1000 Zwergen. Was stimmt hier nicht? Wir haben ein Flugzeug mit Fledermausflügeln. Was ist das denn, Alter? Bat-Flugzeug. Leute, also wer auch mal Bock hätte auf ein Bat-Flugzeug, Digga, Hashtag Batman in die Kommentare. Finde den Pinguin. Ja, also den brauche ich nicht finden. Der ist ja schon da. Finde die 5. Ah ja, wir haben hier irgendwie schon wieder so... Wir sollen die 5 finden. Okay, wir machen mal am besten irgendwie so mäßig... Digga, ich wisch jetzt einfach diesen Typen komplett weg und das war da unter. Ich wurde so verarscht. Ach, egal, weiter. Erstelle die Zahl 69. Was ist das denn, Alter? Mathematikkurs oder was? Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, keine Ahnung, ey. Wir sollen 69 erstellen? Ja, dann pass auf. Ich hab ne Idee. Ich hab ne gute Idee, Leute. Ich werde jetzt nicht hier Plus nehmen. Wir müssen uns von der Mathematik lösen. Ja. Nope. Ist das eine Verarschung? Oh mein Gott, ist das eine Verarschung. Wir müssen eins nach dem anderen wegmachen, oder? Nee. Okay, also 22 plus 8 sind 40 plus 35 passt hier auf jeden Fall erstmal ins Bilde. Wir müssen auch Minus nehmen, heißt also 40. Minus 19 sind 21 und dann... Nee, also das macht ja alles gar keinen Sinn. Dann würde ich mal sagen, minus 19 kann weg und so passt es. Easy. Warum eigentlich 69? Wer hat ihn verstanden? Finde die 2. Also jetzt muss ich hier aber ganz schön viel finden. Wir haben hier doch diese 2, ne? Also deswegen können wir ja so ein bisschen hier so und vor allem das hier so wegmachen. Und zack, Digga, habe ich die 2 einfach rausgelesen. Öffne die Tür mit einem Schlüssel. Ich öffne sie mit einem Schlüssel. Nope. Was ist das denn? Da sitzt ja einer auf Klo. Ich brauchte gar keinen Schlüssel. Der Typ sitzt am Kacken, Mann. Kriegt keinen raus. Setze den Sandsack zusammen. Okay, also oben Patrone auf jeden Fall schon mal weg. Patrone weg. Und das Ding
machen wir weg und zack, haben wir einen Boxsack. Ey, ich feiere einen Boxsack, da hätte ich echt Bock drauf. Lösche das Überflüssige. Wir haben einen Schraubenschlüssel mit hier so Schrauben drin. Lösche das Überflüssige. Was müssen wir denn am besten... Ich glaube, wir brauchen nur eins davon, oder? Brauchen wir nur eins davon? Ja, so gehört sich das. Lockeres Ding. Gelange zum Geschenk. Okay, wir haben hier also ein Geschenk, Leute. Der Typ will jetzt hier irgendwie so durchlaufen. Also sollen wir das jetzt irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ach, wir löschen einfach das Labyrinth daraus. Genauso werden wir das machen. Geh einfach dahin. Siehste, ganz entspannt, Leute. Wärme das Mädchen auf. Hallöchen, süße, blonde Haare, roter Lippenstift. Also, da sehe ich mich. Okay, wir werden uns den ganzen Aal mal an... Baby, scheiße, der hängt da Schnodder aus der Nase, ne? Ja gut, ich glaube, da rufe ich heute mal nicht an. Aber schick sieht's halt schon aus. Ich muss mal telefonieren. Lösche das Überflüssige. Das kommt hier irgendwie alle 6 Mal vor, gefühlt. Der Walkman, der tut mir echt leid, aber... Warte mal, die CD ist richtiger Loser. Verpiss dich, CD! Ja, jetzt sieht's auch schon mal viel besser aus, ne? Finde die Banane. Junge, das sieht so bescheuert aus mit dem Schnabel. Ach, das passt schon. Die Banane ist auf jeden Fall am Start. Das war easy. Was macht der da? Junge, der Typ hat mehr Geld als ich, Alter. Gönn die Money Gun. Jo. Digga, Cash in the Mash, Alter. Weißt du, ich mein. Cash in the Mash. Schnitt. Peace out. Wer hat das Vogelhaus gebaut? Ja, das ist eine gute Frage. Es war der Pinocchio und... Hä? Warum macht der sowas? Ich habe hier noch einen... Digga, ich habe hier noch einen Schein einfach in der Aufnahme. Ups. Wer ist der Torwart? Ja, also... Es ist Jason! Es ist Jason mit dem Messer! Oh mein Gott! Schnell weiter! Muntere sie auf. Also das hier sieht aus nach Scheiße. Ganz ehrlich, du siehst aus wie Scheiße. Und ja, jetzt ist das ein Hippie-Laden, ne? Also, kann man so machen, muss man aber nicht. Besorge Feuer, Baby. Das Feuer kannst du dir bei mir direkt abholen. Das gibt's mal in einer entspannten Bestellung. Wir werden hier... wir müssen die Flagge auf jeden Fall mal wegmachen. Wir machen noch mal ein bisschen mehr so. Ah ja, und jetzt haben wir Feuer. Und der Süße ist warm. Das heißt, sie zieht sich gleich aus. Wer wohnt im Iglo? Das stellen wir mal fest. Es ist der Iglo-Meister. Alter, Eskimo for real. Woher kommt das Schneeglöckchen? Der Bär pflanzt das von unten anscheinend ein. Ist doch klar. Easy. Decke ihn! Okay, okay. Digga, decke ihn. Jeder denkt, man muss ein Schild davor halten. Er macht einfach eine Decke rauf. Jetzt ist er gecovert, Leute. Rette den Fan. Oh mein Gott, der hat hier eine Schlägerei mit den Hooligans. Und was soll... Was passiert hier jetzt? Digga. Oh mein Gott. Was machen wir da? Ah ja. Wir kleiden ihn ganz schnell um. Und schon ist er einer von ihnen. Digga, und so läuft das im Fußball. Sende ein Notsignal. Oh mein Gott, wir sind mitten auf dem Meer und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen WLAN, habe ich das Gefühl. Und wie gehen wir das denn jetzt am besten an? Wir brauchen irgendwie... Vielleicht in dem Bereich... Nee, müssen wir irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ich glaube... Okay, ich werde jetzt hier einen kleinen Einschnitt vernehmen. Ach, so kann man das natürlich machen. Oh, Leute, SOS, das Notsignal ist draußen. Wir können weg vom Meer. Gott sei Dank. Falls ihr Bock auf das Format habt und wir uns mal angucken sollen, was die geile Alte zu bieten hat, dann lasst ein Like da. Wir gehen rein und ich mach die klar. Okay, wovon träumt sie? Wir gucken erstmal, bei ihr ist alles toppi und sie träumt von einem starken Mann. Fängt an zu sabbern. Hier bin ich! Okay, ich weiß. Mache ein Röntgenbild. Ah, meine Augen!
Oh Gott, ich will das nicht sehen. Er hat Schmetterlinge im Bauch. Oh, das bedeutet, er ist verliebt, Leute. Das ist wirklich schön. Wer wird die Kontrolle nicht passieren? Ich denke, die Omi. Oha, die Omi hat eine Knarre unter ihrer Perücke und fängt dumm an zu lachen. Also Leute, passt auf, ne, dass die Mafia-Oma nicht kommt. Hilf ihnen beim Küssen. Oh. Liebesmeister Denno ist dabei. Und ich werde diese Brille aufsetzen, weil es etwas mit Liebe zu tun hat. Wir werden die Nudeln ein wenig dezimieren. Und schon küssen die sich. Viel Spaß in der Kiste. Falls es nicht so gut läuft, ruf mich an, Baby. Ich muss los. Finde einen Ausgang für den Hund. Och Mensch, Hundi. Junge, da hast du deinen Ausgang. Und jetzt geh raus. Geh. Los, Bello. Mach Sitz. Bello, roll dich. Bello, mach gar nichts. Fein, Bello, fein. Leute, wer findet, dass ich ein Hundeerzieher bin? Hashtag Bello in die Kommentare. Enttäuscht mich nicht. Finde die Wasserflasche. Bro, da ist ein Gin-Dingsy und der gibt dir eine Wasserflasche. Easy, das haben wir schnell geklärt. Der war fast am Ertrinken, Leute. Am Verdursten. Wasche das Geschirr ab. Fried, Feuerstein. Oh ja, Mann. Hallöchen, Alter. Ich würde sagen, komm mal mit dem Elefanten rein und mach mal richtig Arbeit und... Digga, also die würde ich auch mitnehmen, wenn die sauber ist. Meine Brille! Was ist mit meiner Brille passiert? Junge, das sieht doch voll scheiße aus, oder was? Welche Wassermelonen wird er wählen? Oh Mann, ich habe die Brille schon wieder repariert, Leute, Gott sei Dank. Und wir müssen mal gucken, welche Wassermelonen er wählen wird. Denn ich glaube, du wirst diese Melonen wählen. Und sie ist voll sauer. Finde Essen für ihn. Ja, wir gucken mal. So, anscheinend hat er hier überall Essen und gar keinen Bock zu spielen. Und ja, also er hat jetzt auch Besteck. Also, hä? Oh, das sieht aber auch voll lecker aus. Ey, wer hat jetzt auch Bock auf so ein geiles Menü, Leute? Hashtag Essen in die Kommentare. Und ihr könnt ja sogar nochmal reinschreiben, was ihr davon am liebsten jetzt essen würdet. Ne, das ist eine Pizza, ein Eintopf, Hähnchen oder Kuchen. Ey, ich bin halt für Hähnchen. Ich sag euch, wie es ist. Er ist erwachsen. Aha. Er ist also erwachsen. Dann mach doch mal die Babyflasche weg, du Lappen. Ah ja, nee. Also, wir machen die Babyflasche weg, aber er hat noch sein Glas Milch. Mann, was für ein Loser. Was hat er dabei? Dieser Typ hat irgendwas dabei und guckt schon so komisch. Oder... Ist das ein Sadomaso-Set? Schnitt. Beseitige die Verstopfung. Oh, Baby, ich weiß, ne, du siehst vielleicht ganz geil aus und so. Aber ehrlich, ey, also das Klo kannst du alleine sauber machen. Boah, ist das ekelhaft. Ja. Oh, jetzt können wir wieder reden. Hallöchen. Nee, ich mach mich auf die Socken. Also mit deinen Flügeln und so, das wird mir ein bisschen zu stressig. Was stimmt hier nicht? Der Weihnachtsmann ist der Grinch. Du bist der Grinch. Was ihn umbringt. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier so ein Puschelschwänzchen. Nö, warte mal. Nö. Ja, warte mal. Also der Schwanz, ist der nicht einfach ein Ticken zu lang? Auch nicht. Vielleicht muss der ganz weg? Ja, es ist ein kleiner Wauwau. Aha, aha. Ein kleiner Hundi. Na Mensch. Rette das Mädchen! Oh mein Gott! Geheimagenten Sonnenbrille, es geht los. Baby, danach treffen wir uns bei mir. Denn ich bin Me. Denno Me. Gelange zum Haus. Wir haben ja ein Haus mit so einem Segel und so. Eigentlich müssten wir das Segel hier wegnehmen, damit wir dahin fliegen können. Leute, also schwimmen, ne? Ich bin ja aus Norddeutschland. Ich kenne mich mit dem Wasser aus. Ganz klar. Wer fängt den Fisch? Ja, das ist eine gute Frage. Da ist ein Angelhaken und da ist ein Fisch. Oh mein Gott, und eine Katze. Kluges Biest, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer kontrolliert die Puppen? Anscheinend, eine Ziege. Okay. Verhinder hier die rote Karte. Ja, ich mach sie einfach weg, Mann, und mach ein Selfie von dem. Locker. Jeder Schiedsrichter kennt es. Finde einen Skatepark für ihn. Okay, wir könnten eine Ramp auf jeden Fall bauen. Ich weiß ja nicht. Ah, ich habe eine Idee, Leute. Seht ihr das?
wenn wir den Mond hier so, weil der Schatten halt da ist, können wir so einen Halbmond daraus machen. Und schon hat er seinen Skatepark und kann hier auf entspannter Basis zocken. Finde die Ente! Die ist hier drin. Die ist hier drin. Aha! Da ist die Ente also drin. Okay. Wer ist der wirklich? Ja, das ist die Frage. Was ist das für ein Clown, ne? Oh mein Gott. Das ist ein Pantomime-Spieler. Kennt ihr den, Leute? Ich mach nach. Auf professionell. Ich will nicht wissen, wie behindert das ausgesehen hat. Wer hat die breitere Brust? Holy moly! Ich hab die Sonnenbrille auf! Boah, okay. Das ist möglicherweise die heißeste Situation, die wir hier jemals gehabt haben. Denn es geht darum, Brüste zu bewerten. Ah ja, also objektiv gesehen, Digga, ich finde die braunhaarige einfach besser, muss ich sagen. Die sieht natürlicher aus. Mit diesen blonden Augenbrauen und so feiere ich nicht. Also, Baby, schon mal gut. Was ist das hier? Bitte enttäuscht mich nicht, Mädels. Was hat die Blonde zu bieten? Alles klar, Baby. Oh, scheiße, Mann. Digga, da muss ich aber ganz dringend los. Ich ruf sie beide an, denn mir ist es scheißegal, Leute. Leute, ich würde sagen, das Ding ist klar, Digga. Wir machen weiter, denn ich muss mich hier einmal kurz akklimatisieren. Finde ein Ziel für den Vogel. Okay, wir haben jetzt hier ein Ziel für den Vogel und ja, der Typ kann jetzt erstmal Angst haben, denn der Vogel wird darauf scheißen. Sende den Brief. Na, mach dich mal auf die Socken. Wir müssen alles wegradieren. Hä? Macht gar keinen Sinn. Ah ja. Okay, dann halt so. Was sind das eigentlich für Augen? Moin. Was hat die Katze gefangen? Die Katze hat ein Dino gefangen. Katze, verpiss dich, Alter. Okay. Die Katze, dass die Katze auch immer mit allen Sachen spielen müssen, ne? Ich hatte mal so eine Katze. Digga, die hat einfach eine Ratte und die Ratte hat einfach gelebt und läuft da einfach so mit der Ratte im Mund. So einfach ganz entspannt. Was geht denn ab? Was macht sie da? Das ist eine gute... Ah, sie schiebt den Kinderwagen. Da ist sie leider zu früh schwanger geworden. Tut mir echt leid. Finde die Trommel. Wir haben hier eine Trommel oben und der schlägt dem Typen da erstmal drauf und der hängt da... Mama mia, scusi, bitte, lasse die das. Spiele dem Gast einen Streich. Okay, ich spiele dem Gast einen Streich. Wir haben hier den Gecko. Wir haben den Gecko hier. Hallo? Wow. Wir machen weiter. Also, das will ich nicht sehen, okay? Oh Mann, ist das widerlich. Bürste das Haar. Ah ja, wir sollen also jetzt das Haar bürsten. Warte mal, da machen wir dann eher... Wir machen sowas hier, Leute. Easy going. Und da haben wir selbst für die Halbglatze einen Weg gefunden, ihm die Haare zu kämmen. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Dano out.